Auch das noch, könnte man sagen. Jetzt ist das politisch-wirtschaftliche Thema Eurofighter auch in der Fußball-Bundesliga gelandet. Rapid hat seit 2003 vom Eurofighter-Hersteller angeblich mindestens 280.000 Euro Unterstützung für den Nachwuchs bekommen. Wir finden, das ist eine äußerst diskussionswürdige Spende, EADS. Denn für diese Spende hat es keine Gegenleistung, keine Werbung gegeben. Aber wer weiß, vielleicht ist der Rapid zu den Auswärtsspielen schon bald fliegend unterwegs. Rapid-Präsident Edlinger, der derzeit in Montenegro weilt, wird deswegen sogar vor den Eurofighter-Untersuchungsausschuss geladen. Und der Euphorie, die derzeit um die sportlichen Leistungen der Hütteldorfer herrscht, sollen diese Schlagzeilen aber keinen Abbruch tun. Ein schlechtes Gewissen zeigte der Clubmanager vor dem Spiel gegen Tirol jedenfalls nicht. Alles nur heiße Luft, die da über dem Hanapi-Stadion aufsteigt? Es sei so wie ein Sieg gegen Tirol, nämlich das Normalste von der Welt, den EADS-Geldregen anzunehmen. EADS hat ein Nachwuchs- und Jugendförderungspaket bei uns und das ist es. Da gibt es keine Gegenleistung, da gibt es kein Sponsoring, auch der Förderung des Rapid-Nachwuchses. Die Freude des Managers hält sich ob der vielen Fragen zu EADS in Grenzen. Dem Trainer gehen sie schlicht auf die Nerven. Ich bin kein Politiker, ich bin Fußballtrainer und alles andere interessiert mich wie eine Lungenentzündung. Warum jenes Unternehmen, das die Eurofighter herstellt, gerade Rapid fördert, bleibt völlig unklar. Sicher ist hingegen, dieser Dampfer ist nicht von EADS gebaut worden, sondern von den Fans im ausverkauften Hanapi-Stadion. Ein sinkendes Schiff scheint derzeit Tirol zu sein, das einzige Team ohne Frühjahrssieg. Und zu allem Überdruss gehen František Straka auch noch die Spieler aus. Auf der Tirolbank heißt es, mein rechter Platz ist leer, da wünsche ich mir ein paar Ersatzspieler her. Gott sei Dank haben wir drei. Und so darf Rapid ohne den gesperrten Markus Katzer alles, nur nicht den Gegner unterschätzen, was aber schwierig ist, denn... Allein wenn man das Wort schon unterschätzt im Mund nimmt, unterschätzt man ja schon. Was haben Sie der Mannschaft gesagt? Sicher nicht dieses Wort benutzt. Doch auch ohne das Tabuwort ist die Wiese in Richtung Torhüter Pavlovic keine gemähte. Tirol spielt vom Anpfiff weg weit offensiver, als man annehmen durfte. Der Grund dafür klingt einfach. Rapid hat halt in der Defensive eher Schwierigkeiten als wir in der Offensive, weil sie haben halt fünf offensiv sehr starke Leute und da muss man es halt dort beschäftigen, was eher die Probleme haben. Katzer-Ausfall hat sich halt sehr ausgewirkt, sage ich mal. Nämlich schon in der dritten Minute. Aga nun spielt auf Hölzl. Der schwächste Angriff der Liga ist mit diesem Tor nur mehr der zweitschwächste. Die Tiroler haben mit dem 30. Saisontor nämlich um eines mehr als Sturm erzielt. Aber nur 78 Sekunden später zeigt sich der Tirol-Trainer erstmals entsetzt. Kann ich einfach nicht nachvollziehen. Kann ich nicht nachvollziehen. Derjenige, der da beteiligt war, der weiß ganz genau, der muss einen taktischen Foul machen. So kann man sich einfach nicht auf dem Platz verhalten. Das war amateurhaft ohne Ende. Gemeint ist Ferdinand Feldhofer, der Basina über das halbe Feld verfolgt, aber nicht attackiert. Basina sieht den völlig freistehenden Kavlak. Nach 4 Minuten bereits das zweite Tor des Spiels. Ein Geschenk der Gäste. Es gibt Vereine, erlauben Sie mir die Bemerkung, die Geschenke in weit größerer Form erhalten. Mit dem Geschenk Tirols, wohlgemerkt, sollte Rapid Auftrieb und damit Tormöglichkeiten bekommen. Kinzel bezwingt Torhüter Pavlovic aber nicht, Dennis Mim. Ob Korkmaz, Kavlak, Hoffmann oder Basina, wenn die Offensivkräfte Rapids 30 Meter vor dem Tor den Ball bekommen, bedeutet dies für Tirols Abwehr Gefahr. Nur den kriegen sie oft gar nicht. Tirol hat es sehr gut gespielt, sie haben die Räume eingemacht, sie haben uns kaum Möglichkeiten gelassen, da die Bälle durchs Mittelfeld zu spielen. Und die Herren in Orange haben auch Torchancen. Jiří Mašek in Minute 34. Es war dennoch nicht der Tag des FC Tirol, aber noch weniger der Tag des Ferdinand Feldhofer. Der Ex-Rapidler hat den Ausgleich verschuldet, sieht in der 43. Minute nach diesem Foul an Kinzel das erste Mal gelb und in der 45. Minute das zweite Mal. Er beschwert sich nicht über Gelb-Rot, zumindest nicht vor der Kamera. Was soll ich mir beschweren, aber wenn ich jetzt da auf die Pauke haue, kriege ich vielleicht noch ein paar Spiele mehr. Also. Aufgrund der numerischen Unterlegenheit Tirols riskiert Backhold und spielt nach der Pause nur mehr mit 3 Verteidigern. Der Lohn stellt sich sofort ein, der gestern wieder einmal teamreif spielende Korkmaz flankt perfekt zur Mitte und Kinzel in der 49. Minute mit der Führung für Grün-Weiß. Saisontor Nummer 7 des Tschechen. Die Hausherren drängen sofort weiter. Nur 2 Minuten später liegt Mario Basina im Strafraum.
dieser klare Elfmeter und an Mario Basina, ich meine, dass man den nicht gibt, wie blind muss man da sein, ist leider so hart gesagt von mir, weil wenn ein Stürmer freistehend vor dem Tor steht, wird er sich nicht mit einer Schwalbe fallen lassen. Selbst in der Zeitlupe ist dies aber nur schwer zu erkennen. Der Fall erscheint dennoch mehr Schwalbe als faul gewesen zu sein. Kurz darauf macht Korkmaz mit seinen Gegenspielern wieder einmal, was ihm gerade so einfällt. Hoffmanns Schuss geht abgefälscht ins Torout. Und wenn seine Schüsse den Weg nicht ins Ziel finden, dann versucht er es mit Stangelpässen. Aber auch die gehen nicht dorthin, wo er sie gerne hin hätte. Und so muss Grün-Weiß auch diesmal zittern. Das Entscheidende ist, dass wir die Spiele einfach nicht vorher entscheiden. Wir haben genug Möglichkeiten gehabt, das Spiel schon klar für uns zu entscheiden. Und zum Schluss raus werden wir dann noch nervös. Rapid hat Glück, dass es beim 2:1 bleibt, denn bei Kavlaks halb Hand, halb Schulterrettung, 3 Minuten Verschluss, hätten andere Schiedsrichter wohl auf Elfmeter entschieden. Dass den Innsbruckern trotz des Fixabstiegs des GRK die 7. Niederlage im 11. Spiel nicht egal ist, beweist Trainer Straka mit folgender Dampfablassung. Es ist zum Kotzen normalerweise, also langsam, weil wir machen gute Spiele, wirklich, wir machen gute Spiele, aber wir sehen knallharte Strafe, wenn wir die Fehler machen. Und man kann jetzt was probieren, das ist alles wunderbar, aber ich möchte endlich mal auch gewinnen. Rapid liegt nun bereits auf Platz 3 und wenn es bis Ende der Saison nicht schlechter wird, vielleicht sind wir dann ein bisschen Eurofighter. Und fliegen möglichst lange im UEFA Cup mit vielen Ausschüssen, aber hoffentlich ohne Untersuchung. Ja, und mittendrin in diesem Kampf um Europacup ist der SV Mattersburg. Wie ist ihr Gefühl, Ihre Gefühlslage im Moment, was den Europacup betrifft? Schon ein bisschen entspannt? Na, sicher nicht. Also wir haben gestern zwar einen Riesenschritt gemacht, aber es sind noch 8 Runden zu spielen und man sieht, Rapid hat einen Lauf und Ried ist halt auch wieder näher gekommen und wir werden schön weiter von Spiel zu Spiel denken und arbeiten und unseren zweiten Platz so gut es geht verteidigen. Peter, eine Szene wollen wir uns noch einmal ansehen. Das Tor, das zum 1:1 führt durch Veli Kavlak. Was gibt es da zu sagen, zu kritisieren? Ja, der Trainer hat natürlich kritisiert, das Abwehrverhalten von Ferdinand Feldhofer hat er vollkommen recht. Das ist zu einfach für einen Teamspieler. Das ist keine Frage. Dann muss man sagen, das von Basina der Pass zurück und das war alles wunderbar. Nur es ist halt schon so, dass der Ferdl Feldhofer für mich da nicht allein schuldig ist, sondern das muss ich natürlich wer abdecken dahinter. Es kann immer wieder was passieren, man kann immer wieder überspielt werden, es kann passieren. Nur dass er von Basina ist ein guter Spieler und der Dennis Mim hat da ganz einfach irgendwo im luftleeren Raum gedeckt. Und wenn du keine Absicherung hast dahinter, dann tust du dir auch schwer, dass du richtig attackierst. Und der hat dann halt gar nicht attackiert, aber die Schuld allein da dem Feldhofer zu geben, ist für mich auch zu billig. Er war irgendwie im Mittelpunkt dieses Spiels, Ferdinand Feldhofer. Die beiden Karten, die dann zum Ausschluss geführt haben, auch die wollen wir uns noch einmal ansehen. Er hat sich nicht beschwert, er hat sich nicht geärgert. Ärgern Sie sich ein bisschen über diese Entscheidung? Ja, es ist schade. Über die erste gelbe Karte braucht man ja nicht diskutieren. Also die stimmt hundertprozentig. Nur da frage ich mich schon, wo soll er hin? Der spielt den Ball vorbei, der geht sogar noch in die Höhe. Das heißt, der bewegt den Fuß gar nicht in Richtung Gegner. Er kann sich nicht auflösen. Das ist schwierig. Und da verstehe ich dann auch, dass der Feldhofer da gar nichts mehr sagt. Was soll er nach dieser Geschichte sagen? Die verlieren das Spiel dann auch 2:1. Waren gar nicht vielleicht viel schlechter. Jetzt reagiert er noch Richtung Schiedsrichter. Das ist auch nicht unbedingt das, wo er weniger Strafe kriegen wird. Also da hat er sich ja eh noch gescheit verhalten. So viel zu diesem Spiel. Ein kurzer Blick in die nahe Zukunft. Am kommenden Dienstag, nächstes Live-Spiel. Rapid gegen Mattersburg. Mattersburg ohne Janka, Fuchs und Kübauer. Wie schwierig wird die Sache? Es wird sicher interessant. Also Rapid wird mit vielen Zuschauern in den Rücken uns schlagen wollen und wir werden mit einer guten Mannschaft nach Wien fahren. Das ist nach wie vor so, auch wenn uns 3 Spiele ausfallen. Und ich freue mich auf das Spiel, die Mannschaft freut sich auf das Spiel, weil wir haben ja nichts zu verlieren. Also Rapid hat einen Lauf, wir sind aber auch gut drauf und kann das sagen. Sie sagen nicht, es wird schwierig, Sie sagen, es wird interessant. Ja. Da hört man schon jede Menge Selbstvertrauen heraus, oder? Na, Selbstvertrauen, also schwierig wird es sicher, das ist ganz klar. Wenn du in Hütteldorf spielst, da sind einige Umstände, die du mit einbedenken musst. Aber nochmal, wir freuen uns drauf, wir sind gut drauf und soll ein schönes Spiel werden. Das wünschen wir uns auch vor dem Fernsehgerät. Franz Lederer, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, bitte, um hier bei Sport am Sonntag zu Gast zu sein. Auch Peter, danke vielmals für die Analyse zur abgelaufenen Runde. Danke.
Wie gesagt, bis zur nächsten Runde, bis zum nächsten Live-Spiel bleibt eben nur Zeit für eine kurze regenerative Trainingseinheit schon am Dienstag ab 20.15 Uhr Rapid gegen Mattersburg in voller Länge in ORF 1 und dann am Mittwoch ab 22.45 Uhr fassen wir wie gewohnt die komplette 29. Runde für Sie zusammen. Und jetzt zum Abschluss des Fußballblocks wollen wir uns noch einmal die wichtigsten Zahlen zu dieser Runde ansehen. Die gesammelten Ergebnisse dieser 28. Runde. Heute also der Heimsieg von Ried im Oberösterreich-Derby und von gestern die Erfolge von Rapid, Mattersburg, Salzburg und Altach. In der Tabelle vorne natürlich Salzburg, Platz 2 weiterhin für Mattersburg. Und grüne Pfeile, Tendenz nach oben bei Rapid und Ried, die beiden Teams jetzt auf den Plätzen 3 und 4. Altach auch mit leichter Aufwärtstendenz nach dem Erfolg gegen den GAK. Heute Abend noch in Sport am Sonntag jede Menge Tennis. Sibylle Bank